Hi und herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nähe ich ein Hoodie, passend zu den Leggings von letzter Woche. Das Schnittmuster erstellen wir selbst anhand unserer Körpermaße. Falls du noch nicht weißt, wie man richtig Körpermaße abnimmt, kannst du gerne meinen Online-Kurs besuchen. Ich verlinke ihn unten in die Infobox. Da lernst du Schritt für Schritt, wie man das Ganze abnimmt, auf was man achten soll. Und dann steht dir nichts mehr im Weg, meine Nähanleitungen einfach Schritt für Schritt nachzumachen und nach deinen eigenen Körpermaßen deine Kleidungsstücke zu erstellen. So, dann legen wir los mit dem Hoodie. Für mein heutiges Projekt nehme ich diesen leichten French Terry, der ist so jeansfarben meliert, dunkelblau, und der passt jetzt super zu dem Jersey, den ich letzte Woche schon mal benutzt habe für meine Leggings. Und da ich den Hoodie gerne mit der Leggings tragen würde, schaue ich, dass der einfach dazu passt, und der passt perfekt. Ich nehme auch diesen Jersey als Futter für die Kapuze, und dann habe ich ein ganzes Set. Für meinen Hoodie habe ich jetzt 1,50 Meter eingerechnet, und zwar habe ich jetzt hier 50 cm abgeschnitten für die Kapuze. Das lege ich erstmal mal zur Seite. Und dann habe ich hier 1 Meter. Und zwar habe ich ab dem höchsten Punkt der Schulter runter gemessen, bis wohin ich meinen Hoodie haben möchte. Ich möchte es circa bis zur Taille etwas unterhalb haben. Also reicht mir hier 1 Meter. Das heißt, ich habe einfach die gewünschte Länge des Hoodies mal 2 gerechnet. Der Ärmel wird bei mir jetzt hier direkt mit angezeichnet. Ich zeichne den Schnitt von diesem Hoodie direkt auf den Stoff. Falls ihr eine größere Größe habt und unsicher seid, ob es bei euch hier in den Stoff reinpasst, zeichnet das Ganze einfach erstmal auf Papier, und dann könnt ihr es besser einschätzen, wie viel Stoffverbrauch ihr habt. So, hier liegt mein Stoff jetzt in Bruch. Die linke Seite ist bei mir jetzt oben. Ich habe das einmal umgeschlagen, und jetzt lege ich die oberste Seite nach unten hin. So, jetzt habe ich hier 2 Brüche und hier einen großen Bruch. Das ist dann die gewünschte Länge von meinem Hoodie, und hier kommt der Ärmel direkt mit dran. Jetzt gehe ich hier an die Ecke, wo meine 2 Brüche liegen. Unten sind dann die offenen Seiten, und jetzt messe ich an den 2 Brüchen hier, die übereinander liegen, 3 cm aus und setze mir hier eine Markierung. Und an dem oberen Bruch messe ich 9 cm aus und setze mir ebenfalls eine Markierung. Jetzt verbinde ich die 2 Punkte zu einem Bogen. Das ist dann der hintere Halsausschnitt von dem Hoodie. Den zweiten Punkt verlege ich um 4 cm nach unten. Setze mir ebenfalls eine Markierung und verbinde es nach oben hin. Zu dem gleichen Punkt, wo auch der hintere Halsausschnitt ist. Dann habe ich hier den hinteren Halsausschnitt und den vorderen Halsausschnitt. Jetzt gehe ich wieder hier an den Bruch, und jetzt brauche ich 1/4 von meinem größten Umfang. Das heißt, ich nehme Brust- und Bauchumfang, und den größten davon benutze ich. Beispielsweise der größte Umfang bei euch ist 90 cm. Davon nimmt ihr dann 1/4, und zu dem Ergebnis, je nachdem wie breit ihr euren Hoodie haben möchtet, gebt ihr an die 3 bis 5 cm dazu, und dieses Maß messt ihr hier ab und macht euch hier eine Markierung. So, die Markierung habe ich hier gesetzt. Dasselbe Maß messe ich hier auch an der unteren Seite aus, setze auch hier eine Markierung und verbinde diese Punkte einfach miteinander. So, als nächstes braucht ihr eure Armlochtiefe, und diese messt ihr hier an dieser Linie aus, von oben aus, und gebt da noch 2 bis 3 cm hinzu. Ich nehme hier 25 cm. Jetzt drehe ich das Ganze etwas um, so dass ihr seht, wie es weitergeht. Jetzt geht es an den Ärmel, und dann nehme ich mir mein Lineal, lege das Lineal hier an diesem Punkt an und führe es zu dem Halsausschnitt
Und zwar nicht bis ganz nach oben, sondern an die 2 cm weiter runter, so ungefähr, wo sich hier die zwei Linien treffen, und verbinde das nach oben hin. Hier wird dann ein Bündchen später dran genäht. Da könnt ihr ungefähr hier ausmessen, wie breit ihr das Ganze haben möchtet. Beim Ärmel Maßband einfach etwas locker hinlegen und dann einmal abmessen. Bei mir sind es 19 cm. 19 cm teile ich durch 2, sind dann 9,5. Und diese 9,5 cm messe ich hier vom Bruch aus nach unten hin einmal aus. Setze mir hier eine Markierung und dann kann ich das Ganze hier einmal verbinden. Hier in der Achsel zeichne ich das etwas geschmeidiger ein, so dass hier keine Ecken entstehen. Führe hier die Linie etwas nach unten weiter. Jetzt gehe ich hier an diese Linie, halbiere sie einmal visuell, also das heißt ungefähr hier ist die Mitte. Da markiere ich mir jeweils 1 cm nach oben und 1 cm nach unten hin, einmal direkt aus und verbinde es einmal nach unten hin, schmal auslaufend, einmal ein und zeichne es auch nach oben hin auslaufend ein und auf der Innenseite genauso. So, jetzt schneide ich das Ganze aus, und zwar erstmal hier am Halsausschnitt vom Rückteil. Dann schneide ich hier auf der Mittellinie dann direkt den Ärmel und jetzt hier den Rest. So, jetzt habe ich ja hier zwei Zuschnitte. Das untere nehme ich raus, das ist dann mein Rückteil, da wird nichts mehr geändert. Das lege ich zur Seite. Und das obere, wo ich jetzt noch die Einzeichnungen habe, das wird dann mein Vorderteil, und hier schneide ich einmal hier die Beugung aus und meinen Halsausschnitt für den vorderen Bereich. Dann lege ich das ebenfalls zur Seite. Jetzt nehme ich mir die Ärmel, nehme sie einmal auseinander, lege sie rechts auf rechts zusammen. Und jetzt wird die eine Seite ebenfalls korrigiert. Die kommt dann an das Vorderteil, und die Seite, die ganz gerade verläuft, die bleibt genau so für mein Rückteil, weil Rückteil wurde ja nicht geändert. So, diese Beugung, die ich hier eingezeichnet habe, schneide ich aus, gleich durch die zwei Stoffe durch. Und auch hier auf der Seite nehme ich auch einige Zentimeter weg. So an die 2 cm. Dann habe ich es hier etwas geschmeidiger verlaufen und keine Ecke drin. Jetzt sind alle Teile zugeschnitten. Das nähe ich jetzt erstmal zusammen, und wenn das Oberteil zusammengenäht ist, danach wird erst die Kapuze konstruiert. So, jetzt habe ich hier mein Rückteil liegen mit der rechten Seite nach oben. Jetzt nehme ich mir meine Ärmel dazu. Diese Seite war ja für mein Vorderteil. Ich zeichne hier einmal ein V ein, dass ich weiß, dass es für mein Vorderteil ist. Genauso hier. Und die Seiten sind dann für mein Rückteil. So, dann lege ich rechts auf rechts auf meinen Zuschnitt vom Rückteil die Ärmel hier einmal an, stecke es fest. Den zweiten Ärmel lege ich auch an diese Seite einmal an, rechts auf rechts, und stecke es ebenfalls fest. Jetzt gehe ich an die Overlock und nähe einmal die Ärmel am Rückteil an.
Falls ihr keine Overlock habt, nehmt hier einfach einen elastischen Stich bei der Nähmaschine. So, am Rückteil sind die Ärmel dran genäht. Jetzt nehme ich mir noch mein Vorderteil, lege es hier rechts auf rechts drauf, nehme mir den Ärmel einmal runter und stecke es hier zusammen. Und die andere Seite ebenfalls. Einmal rübernehmen und zusammenstecken. Die zwei Nähte nähe ich jetzt auch zusammen. So, die Ärmel sind jetzt dran genäht. Jetzt habe ich hier noch die offenen Seiten. Die können jetzt zusammengesteckt werden und einmal in einem Rutsch zusammengenäht werden. So, mein Hoodie ist jetzt zusammengenäht. Die Ärmel sind dran, die Seiten sind zugenäht. Jetzt kommen wir zur Kapuze und jetzt nehme ich mir einfach hier die vordere Mitte und lege den Hoodie einmal so zusammen, dass die Ärmelnähte hier zusammenliegen. Ihr könnt hier auch eine Klammer stecken, so dass der Stoff auch so bleibt, wie er ist. Ich habe hier nochmal den French Terry in Bruch gelegt. So, ich lege jetzt die vordere Mitte einfach hier ziemlich an die Kante und hier lasse ich etwas frei für meine Nahtzugabe. Ich lege einfach meinen Halsausschnitt hier so locker hin, wie der sich hinlegt. Zeichne diese Beugung einmal nach. Hier beginnt ja mein Ärmel. Ungefähr bei der Mitte fängt dann die Schulter an sozusagen. Und bis dahin zeichne ich die Kurve. Und von hier aus lege ich den hinteren Halsausschnitt nach hinten hin. Zeichne auch hier das Ganze einmal nach. Nehme dann das Oberteil einmal runter. Das ist der vordere Halsausschnitt und das ist dann der hintere Halsausschnitt. Hier endet das Ganze und hier endet das Ganze. Hier zeichne ich vorne eine gerade Linie nach oben, so dass ich den Zuschnitt auch schön gerade hinkriege. Dann müsst ihr euch festlegen, wie hoch ihr die Kapuze haben möchtet. Legt euch einfach locker das Maßband hin und schaut, wie lang ihr die Kapuze haben möchtet und wie breit ihr die Kapuze haben möchtet. Bei mir auf dem Kanal gibt es schon ein sehr ausführliches Video zur Kapuze. Das verlinke ich euch. Schaut da gerne rein, da wird auch gezeigt, wie man die Maße abnimmt. Ich nehme jetzt meine Kapuze so auf 25 cm Breite und von der Höhe nehme ich 39. So, und jetzt zeichne ich hier einfach eine Rundung ein für die Kapuze. Ihr könnt auch gerne einen vorhandenen Hoodie nehmen und euch einfach da die Kapuze nachzeichnen. Das geht auch. Schaut, dass die Rundungen auch schön aussehen. Ich werde diesmal kein Abnäher einnähen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr das braucht oder nicht. Wie gesagt, in dem verlinkten Video wird auch gezeigt, wie man einen Abnäher in der Kapuze konstruieren kann. So, ich schneide das Ganze aus, dann habe ich zwei Hälften und dann werde ich noch das Futter zuschneiden. Am Anfang hatte ich ja gesagt, da werde ich den Jersey-Stoff mit Animal Print benutzen und da nehme ich einfach den Zuschnitt hier von der Kapuze als Schablone und schneide es einmal aus. So, ich habe jetzt beide Zuschnitte fertig, meinen Außenstoff und mein Futter. Die liegen beide rechts auf rechts und jetzt schließe ich hier einmal die Rundung. Das ist dann der Hinterkopf hier mit der Overlock und dann geht es weiter. So, ich habe jetzt beides zusammengenäht. Wenn ihr eine Kordel in eurer Kapuze haben möchtet, müsstet ihr jetzt hier im Außenstoff irgendwo eine Stelle markieren und da entweder ein Knopfloch nähen, Ösen reinsetzen oder wie auch immer. Auf jeden Fall müsst ihr hier dann eine Öffnung haben, wo dann die Kordel reinkommt. Ich möchte meine Kapuze ohne Kordel haben, deshalb lege ich jetzt mein Futter auf die rechte Seite um und lege es jetzt hier im Außenstoff einmal rein, rechts auf rechts, stecke die Nähte hier zusammen, lege die Nahtzugaben auseinander
Stecke es einmal fest. So, und jetzt gehe ich wieder an die Nähmaschine und nähe einmal hier die vordere Seite der Kapuze zusammen. Solltet ihr hier eine Kordel reinziehen wollen, näht ihr genauso einmal hier die Außenseite zusammen, dreht das Ganze auf rechts um und näht nochmal im Abstand von ca. 2 bis 3 cm, je nachdem wie dick eure Kordel ist, einmal rundherum einen Naht mit einem Geradstich und dann könnt ihr durch die Öffnung eure Kordel einziehen. So schaut jetzt meine Kapuze aus. Jetzt drehe ich sie auf rechts einmal um. Ich würde jetzt empfehlen, hier die Außenkanten schön flach zu bügeln, sodass hier die Kanten auch schön gleichmäßig aussehen. Man könnte jetzt hergehen und die Außenkante einmal knappkantig absteppen, sodass sich der Innenstoff nicht nach außen wölbt. Und wenn ihr hier eh schon eine Öffnung vorbereitet habt, als Knopfloch oder mit einer Öse, dann steppt ihr hier nebenan einmal mit einem Geradstich bis zur anderen Seite rüber. Dann entsteht hier ein Tunnel und da kann später die Kordel eingezogen werden. So, die Kapuze ist jetzt soweit vorbereitet. Ich hatte vorhin vergessen zu erwähnen, sobald ihr die Ärmel eingesetzt habt und die Seiten zusammengenäht habt, müsst ihr auf jeden Fall Zwischenprobe machen und mal anprobieren, ob euch hier der Halsausschnitt passt. Falls er zu klein ist, könntet ihr ihn natürlich etwas vergrößern und dann die Kapuze konstruieren. Bei mir hat das gepasst, deswegen hatte ich das vergessen zu erwähnen. Auf jeden Fall Zwischenprobe machen, bevor ihr die Kapuze konstruiert. Nicht, dass euch der Halsausschnitt dann doch zu klein ist und die Kapuze schon fertig ist. Denkt einfach daran. So, jetzt wird die Kapuze an das Oberteil drangenäht und dafür wird das Ganze rechts auf rechts zusammengelegt. Und hier habe ich schon die hintere Mitte. An die hintere Mitte kommt dann auch die hintere Mitte der Kapuze. Wie gesagt, rechts auf rechts zusammenstecken. So, meine Kapuze ist jetzt rundherum angesteckt. Jetzt gehe ich an die Overlock und nähe es einmal hier rundherum an. Falls ihr keine Overlock habt, nehmt hier einfach einen elastischen Stich an eurer Nähmaschine. Die Kapuze ist jetzt drangenäht. Jetzt geht es hier an die Ärmel. Hier habt ihr die Wahl, entweder ihr versäubert das Ganze, schlagt es einmal oder zweimal nach innen ein und steppt es einmal hier ab mit einem elastischen Stich oder mit einer Zwillingsnadel. Ich habe mich jetzt hier gegen Bündchen entschieden. Ich werde das Ganze einfach nur absteppen. Und bei dem Saum hier unten, da werde ich ein Bündchen dran nähen. So, und wenn das dran genäht ist, dann ist der Hoodie auch schon fertig und kann anprobiert werden. So, mein Hoodie ist jetzt komplett fertig. Ich habe mich jetzt hier bei den Ärmeln heute für die einfache Variante entschieden, zweimal umgeschlagen und mit einem Zickzackstich abgesteppt. Und hier habe ich mein Bündchen aus demselben Stoff wie der Hoodie einfach dran genäht und habe ich einfach den Umfang mal 0,9 gerechnet, einen breiten Streifen von 20 cm zugeschnitten und hier an den Hoodie dran genäht. Somit ist mein Hoodie komplett fertig, den probiere ich jetzt an und zeige euch, wie der sitzt. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Nähanleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar, abonniert gerne meinen Kanal, drückt die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir rausgekommen ist. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.